Gentlemen, the captain has turned off the signal sign and you are free to move around the cabin. Bond? Wie ist die Lage 007? Kahn war ein Fehlschlag. Aber im Moment verfolge ich eine heiße Spur. Sie wissen, ich vertraue Ihnen. Aber denken Sie an die Zeit. Die Uhr spielt gegen uns. Verlassen Sie sich auf mich. Ich melde mich, sobald es wieder Neuigkeiten gibt. Wo zum Teufel haben Sie gesteckt? Ich habe Herrn Blonden nach Ihnen abgesucht. Ma'am, Commander Bond ist hier. Schicken Sie bitte rein, Miss Moneypenny. Natürlich. Sie erwartet Sie in Kürze. Moneypenny, Sie sind doch nicht etwas sauer auf mich. Jack, ich habe Ihre Spesenabrechnung vor mir. Teure Autos, teure Restaurants, teure Anzüge. Aber mich führen Sie nichts mehr essen aus. Ich würde ja liebend gern. Aber wissen Sie, ich habe da im Moment ein paar Probleme. Angeblich nutze ich die mir von der Regierung zur Verfügung gestellten Mittel, sagen wir mal, nicht ganz regulär. Verstehen Sie? Ich werde Sie wohl nie verstehen. Natürlich. Natürlich, Ma'am. Sie können reingehen. Ach ja, Moneypenny, wissen Sie, was ich wirklich schade finde? Dass unsere tiefgreifenden Gespräche immer so abrupt beendet werden. Mhm. Gut, danke. Nehmen Sie bitte Platz, Commander. Vielen Dank, Ma'am. Also, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Mr. Bond, Sie haben sicherlich von den Lösegeldforderungen bei diversen Filmfestspielen erfahren. Natürlich, aber das ist doch Sache der örtlichen Polizei. Inwiefern betrifft das den MI6? Für die Polizei ist das definitiv eine Nummer zu groß. Es scheint sich um eine Verschwörung globalen Ausmaßes zu handeln. Der Premierminister ist darüber hinaus ein großer Filmfan. Wie dem auch sei, wir sind mit dieser Causa betraut worden. Sie erhalten für diesen Auftrag mit sofortiger Wirkung die Lizenz zum Töten und den Doppel-Null-Status. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Bond. Sie sind ab sofort Agent 007. Vielen Dank. Ich verspreche Ihnen auch, nicht allzu viele Menschen zu töten. Bei Ihnen lasse ich mir das vielleicht sogar noch schriftlich geben, aber Sie erhalten diese Vorschusslorbeeren wahrscheinlich nicht umsonst. Ich würde mein Bestes geben, um Königin und Vaterland nicht zu enttäuschen. Oh, Jack, schön dich wiederzusehen. Peter. Wie lange ist es schon her? Ja, schon einige Jahre, seit dem letzten Antiterror-Training in Sydney. Ich wünschte, der Anlass unseres Wiedersehens wäre ein angenehmerer. Ich auch. Peter, du bist über alles informiert worden? Ja, Jack. Wir vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sind mit unserem Latein am Ende. Ich bin froh, dass sie dich geschickt haben. Zuerst Hollywood, dann Cannes und jetzt auch nach Österreich. Was hast du für mich? Ich brauche ein paar Informationen, mit denen ich arbeiten kann. Nun, in wenigen Tagen findet am Globeiner See das große internationale Filmfestival statt. Das Model, das die goldene Diana verkörpert, wurde entführt. Sie wollen 10 Millionen Euro Lösegeld, ansonsten drohen sie, das Mädchen zu ermorden. Die Sache trägt eindeutig die Handschrift des Cutters. Und du bist dir sicher, dass es sich nicht um einen Nachahmungstäter handelt? Aufgrund unserer derzeitigen Ermittlungen können wir das definitiv ausschließen. Das Filmfestival muss stattfinden. Mit einer toten Diana ist das wohl kaum möglich. Das ist klar. Für das Festival ist ein gewisser Paul Kreiger verantwortlich. Wo finde ich ihn? Er ist am Globeiner See. Wir haben dort im Hotel Sonne bereits ein Zimmer für dich reservieren lassen. Gut. Ist mein Auto auch schon da? Ja, es steht in unserer Garage. Ich soll dich auch von einem gewissen Mr. Q grüßen. Er möchte das Auto in einem Stück wiederhaben. Ich werde sehen, was ich machen lässt.
Herzlich willkommen im Hotel Sonne, Mr. Bond. Darf ich Ihren Wagen wegparken? Danke. Hey, und passen Sie mich auf und drücken Sie auf keinen der Knöpfe, ist das klar? Jawohl, Sir. Hallo. Herzlich willkommen im Hotel Sonne am Globeinersee. Haben Sie reserviert? Ja, mein Name ist Bond. Jack Bond. Vielen Dank, Mr. Bond. Hier ist der Schlüssel. Wenn Sie etwas benötigen, wir sind rund um die Uhr für Sie da. Schönen Aufenthalt. Vielen Dank. Gut zu wissen. Bewegung, dann bleibt das schöne Köpfchen auch dort, wo es hingehört. Davon bin ich überzeugt, Mr. Bond. Los, umdrehen. Was wollen Sie hier und wie kommen Sie überhaupt rein? Das ist nicht von Relevanz. Ich weiß nur, dass wir zwei das gleiche Ziel verfolgen. Darum wollte ich Sie warnen. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Sie wollen mich warnen? Ausgerechnet die Frau, die vor wenigen Augenblicken noch in den Lauf meiner Glock geschaut hat. Bilden Sie sich darauf nichts ein. Hätte ich es darauf angelegt, hätten Sie Bekanntschaft mit meinen Waffen gemacht. Vor den Waffen einer Frau habe ich noch nie zurückgeschreckt. Das glaube ich Ihnen gerne, aber zurück zum Geschäft. Damit Sie mir nicht alles vermasseln, biete ich Ihnen eine Zusammenarbeit an. Bitte rufen Sie mich an. Ihre Agency weiß darüber Bescheid. Das wiederum glaube ich Ihnen gerne, Miss Park. Q? Q, hören Sie, mit dem Ding, was Sie mir da mitgegeben haben, stimmt irgendetwas nicht. Ich kann damit zwar tadellos Röntgenbilder schießen, aber eine einfache Verbindung zu unserem Server kriegt das Ding nicht hin. Wie wäre es, wenn Sie die Sachen, die ich Ihnen zur Verfügung stelle, ausnahmsweise einmal sorgfältig behandeln würden? Q, kommen Sie, ich habe hier einen Auftrag zu erfüllen. Nun gut, ich werde die Verbindung via Remote Control herstellen. Danke für Ihre überaus freundliche Mithilfe. Und Bond? Ja? Bringen Sie mir den Wagen diesmal ausnahmsweise unbeschadet zurück. Haben Sie mich verstanden? Es war mir wie immer ein Vergnügen, mit Ihnen zu plaudern, Q, aber jetzt muss ich mich wieder an die Arbeit machen. Na bitte, es geht doch. Miss Park, Miss Park. Sehr interessant. Sie haben es ja faustdick hinter den Ohren. Mr. Geiger? Ja? Oh, Sie müssen der britische Beamte sein, richtig? Ja, mein Name ist Bond, Jack Bond. Nehmen Sie Platz, bitte. Vielen Dank. Mr. Geiger? Oh. Was hätten Sie zum Trinken? Ich hätte gerne einen Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Gerne. Mr. Geiger, was kann ich für Sie tun? Ja, Sie sind unsere letzte Hoffnung. Wie Sie wissen, veranstalten wir hier am Club Einersee bereits zum 23. Male das internationale Filmfestival mit über 200 Filmen aus 22 Nationen. Und das Lösegeld können wir uns bei dieser finanziellen Lage momentan wirklich nicht leisten. Und es wäre doch schade um dieses hübsche Mädchen, oder? In der Tat. Sie müssen wissen, ich verfolge den Kater schon seit einigen Monaten quer durch die ganze Welt. Ich kenne ihn inzwischen in- und auswendig. Wenn jemand Ihr Mann ist, dann bin das ich. Danke, super. Anrufen bei Linda Park. Linda, hier ist Bond. Hören Sie, ich möchte gerne auf Ihr Angebot zurückkommen. Ich komme Sie gleich holen, sagen wir in einer halben Stunde. Alles klar, Jack, ich werde da sein. Das nenne ich mal einen Treffer.
Sie sind zu spät, Jack. Ich wurde, sagen wir mal, etwas aufgehalten. Gut, dann lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Gut. Was ist los? Es ist zu spät, Jack. Ich sterbe. Nein, wir holen dich hier raus. Komm. Waren wir nicht ein gutes Team? Ja, das waren wir, Linda. Hilfe! Hilfe! Ich bin hier! Halt's Maul, das soll ich jetzt hier stopfen! Geh sie auf, Gott, das ist hinterlegt! Niemals! Sie haben schon in der Spezialeinheiten ausgeschaltet. Wer sind schon Sie, dass Sie vor Ihnen erzittern müssen? Mein Name ist Bond. Jack Bond. Sind Sie okay? Ja, danke. Sie haben mir das Leben gerettet. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Jack! Peter, er gehört dir. Gute Arbeit, Jack. Wie geht es Ihrer Schulter, Jack? Danke, schon viel besser. Entschuldigen Sie bitte. Bond? Ich wollte Ihnen gratulieren, 007. Sie haben Königin und Vaterland stolz gemacht. Vielen Dank, Ma'am, aber könnten wir das zu einem anderen Zeitpunkt besprechen? Ich bin gerade etwas abgelenkt. Apropos, wann können wir Sie wieder zurückerwarten? Ich habe wieder einen wichtigen Auftrag für Sie. Ich halte es für das Beste, wenn ich noch eine Weile hier bleibe und mich um das Wohl der goldenen Diana kümmere. Sie meinen das Festival? Natürlich, was sollte ich denn sonst meinen? Also, wo waren wir stehen geblieben?